jetzt in Frankfurt Erik Buhn begrüßen, Sprecher der Occupy-Bewegung in Frankfurt. Herr Buhn, wie sehen Sie die Situation und das Verhalten der Polizei? Bis gestern in den Nachmittag hieß es, es geht eigentlich friedlich zu und auch die Demonstranten waren mit der Art des Einsatzes der Polizei zufrieden. Guten Morgen. Ja, es ging friedlich zu. Alle vier Kessel, die wir hatten, wurden friedlich geräumt. Wir haben zivilen Ungehorsam praktiziert, Demokratie gelebt und von daher sind wir als Demonstranten bisher durchaus damit zufrieden. Sie stehen vor dem großen Eurozeichen, vor der Europäischen Zentralbank. Dort war das Occupy Camp aufgebaut, das geräumt wurde, weil der Bereich in einer Sperrzone der Polizei liegt. Was haben Sie mit dem Camp erreichen können? Nun, das Camp ist nur ein Teil der Occupy-Bewegung und genau das, was als sichtbar und als Ansprechpartner für die Bevölkerung dasteht. Das Camp selbst wurde von den Zelten her nicht geräumt. Wir haben nur ein Aufenthaltsverbot und von daher gehen wir noch davon aus, dass wir nach dem Wochenende dort wieder hin dürfen. Die Bewegung selbst hat sich in den letzten Monaten so aufgebaut, dass es auch ohne Camp weiter funktionieren wird. Verschiedene Initiativen wie Occupy Money, Occupy Public Space oder unsere Aktivisten bei der Biennale in Berlin funktionieren ohne Camp und ohne die Grundlage und Infrastruktur, die wir da haben. Und selbst wenn das Camp nicht mehr weiter bestehen sollte, wird die Bewegung hier in Deutschland weiter an Bewegung gewinnen und auch an Energie. Die aktuelle Tagespolitik und auch das, was uns erwartet mit ESM, mit den Rettungspaketen und den Auflagen, wird uns alle noch sehr lange beschäftigen. Sie wollen die Menschen informieren, Sie wollen gesellschaftlichen Druck aufbauen, Sie wollen keine Rezepte bieten. Es geht ja immer um diese Alternativlosigkeit, die die Politik formuliert. Und wir wollen zeigen, es gibt Alternativen. Es gibt Möglichkeiten, es gibt Sachen, über die man diskutieren sollte. Die Wissensmonopole der Banken müssen gebrochen werden. Die Einflussarbeit der Lobbys muss zumindest aufgeweicht, wenn nicht gar abgeschafft werden. Es muss offengelegt werden, wo welche Politiker bezahlt werden. Und ganz klar, das hat das heutige Wochenende gezeigt oder wird es noch zeigen, dass die Versammlungsfreiheit, wenn es um die Kritik an den Banken geht, eben kein hohes Gut mehr darstellt. Andere durchaus gewaltbereite Randalierer bei Fußballspielen zum Beispiel werden geduldet und wenn sich friedliche Demonstranten treffen wollen, dann wird die Polizei aktiv, dann unverhältnismäßiges Aufgebot kommt dann hierher. Aus ganz Deutschland haben wir hier Polizisten, wie Sie schon sagten, 5000 Polizisten pro Schicht. Das kann nicht sein, dass wir ein paar hundert Demonstranten ein Bankenviertel lahmlegen können, ohne anwesend zu sein. Das hat die Polizei von sich aus ganz selbst gemacht. Von daher die Blockade steht, ohne dass wir was machen mussten. Sind Ihre Erwartungen nicht erfüllt, was die Anzahl der Demonstranten angeht? Man muss ganz klar sagen, die Anzahl der Demonstranten wurde vom Ordnungsamt viel zu hoch angesetzt. Wir hatten eine Großdemonstration am Samstag, also morgen, mit 10.000 bis 30.000 Leuten angemeldet. Das bedeutet, dass wir nicht alle vier Tage mit 30.000 Leuten vor Ort sein wollten und auch nicht so geplant war. Es gab viele, über 20 kleine angemeldete Demonstrationen von den Ordensleuten für den Frieden vor der Deutschen Bank bis hin zu Konstantin Wecker auf dem Opernplatz. Alles wurde ohne nachzufragen, worum es sich handelt, aus Angst um die öffentliche Sicherheit verboten. Infostände wurden verboten. Dementsprechend ging es gar nicht darum, irgendwelche Sicherheiten, die gefährdet waren, durchzusetzen, sondern einfach nur das Demonstrationsrecht einzuschränken. Sie stehen, wir hatten es schon gesagt, vor dem Camp der Occupy-Bewegung Frankfurt und Sie sagten es auch schon, Sie sind dort zurzeit nur ausgelagert. Werden Sie zurückgehen, werden die Demonstranten zurückkommen? Sie haben eine Erlaubnis, bis zum 23. Mai dort sein zu dürfen. Wir hoffen, dass wir zurück können.
nachdem das Wochenende vorbei ist. Natürlich wird sich jetzt erst noch zeigen, was heute und morgen passiert und wie das Ordnungsamt darauf reagiert. Von der rechtlichen Seite her haben wir die Erlaubnis, aber was Rechte derzeit in Deutschland zu bedeuten haben, kann man in Frankfurt sehen. Sie werden einfach übergangen, wenn sie nicht gewollt werden. Erik Buhn, der Sprecher der Occupy-Bewegung in Frankfurt, herzlichen Dank für dieses